Oh ja, oh ja, nice. Da fühlt sich unser Borg gleich wie zu Hause. Vielleicht träumen wir das Ganze hier nur. Auf jeden Fall bin ich doppelt. Was ist das wieder Quatschiges? Wieso ist denn der Worf jetzt wieder doppelt? Ich hätte nicht so viel Blaubeerwein trinken sollen. Hallo Data, da guckt er. Was mache ich denn hier? Tipp, tipp. Guten Tag. Schön, euch zu sehen. Bleibt ein Weilchen und hört zu. Servus und hallo, willkommen zurück zu Star Trek Legends. Wir machen gleich mal weiter mit den Missionen. Aktuell bin ich schon auf Level 27. Wir schauen uns gerade die Episode 3 an. Und hier dann die Mission 4 aktuell. Die Metallhöhlen. Odo-Spur führt zu einem zerstörten Borg-Außenposten, der sich tief unter dem ausgewählten Sand vergraben hat. Borg mal wieder, na klar. Die müssen doch auch immer mit dabei sein, die Borgis. Cooles Bild. Könnte ein Thumbnail werden. Oh ja, oh ja, nice. Da fühlt sich unser Borg gleich wie zu Hause. Das ist ja geil. Ach, Borg. Widerstand. Zeig los. Vorne eine Borg-Drohne. Ein Borg wie ein Cyborg? Nein, Borg sind eine aggressive Spezies von organischen Lebensformen, die in einem kollektiven Bewusstsein assimiliert wurden. Sie sind die größte Bedrohung, die die Föderation je gegenüberstand. Na, wenn sie wüssten, da könnte ich jetzt so viel erzählen. Existenz. Ist. Lecker. Am Ende. Na, wenn sie meinen. Boah, gut Leben haben die. Aber wir machen auch gut Schaden. Außer Torres. Die Borg hier, geil. Bitte gibt's mir noch mehr Borg-Drohnen. Das wäre super. Seltsam, diese Borg-Drohne scheint überhaupt nicht so einsatzfähig zu sein wie die anderen, denen ich begegnet bin. Wer weiß, wie lange sie schon hier gefangen sind. Ja, sie sind in keinem guten Zustand, auch wenn diese Wände das Innere der Schiffe dieser Spezies aussehen. Im Komplex herrscht Stille, nur einige der Mechanismen hier scheinen richtig zu funktionieren, wenn sie überhaupt aktiviert werden. Wir müssen Odo finden, bevor sie ihn, wie heißt das nochmal, assimilieren? Der McCoy, tut mir leid, das würde ich jetzt so sagen, der cleverste von denen. Aber darf halt so überhaupt nichts sagen, weil er kennt halt die ganze Spezies nicht, um die es da geht. Wo auf einmal so, ja, die kenne ich und die und da gab's schon und so. Und McCoy so, ja, ich bin auch dabei, hallo. Vorsicht, alles hier ist überschwemmt. Die Scans zeigen eine hohe Menge an. Diesen Cocktail verkneife ich mir lieber. Und säuft die Zeit davon. Und außerdem ist das hier kein. Was trinke ich immer? Himbeer-Nektar? Mein Blaubeersaft oder was? Was ist immer, was er da trinkt? Wir können hier einfach durchwarten. Ich kann Ihnen als Vorbereitung ein Hypospray geben, aber geben Sie mir nicht die Schuld am Kater danach. Herumgehen oder durchwarten. Mir ist übel. Das wird schon vergehen. Ich hatte schon schwarz gebrannten Schnaps, der stärker war. Der alte Säufer. Oha. Föderation? Da vorne gehören die zur Sternflotte. Wie wahrscheinlich ist es denn, dass sich Sternenflottenoffiziere in einer verlassenen außerirdischen Anlage befinden, also außer uns? Sieht euch die Augen an. Ich habe noch nie so leuchtende Augen gesehen. Sie haben uns entdeckt und sie sehen nicht freundlich aus. Einfach drauf schießen, passt schon. Als würde unser Borg freundlich aussehen. Da macht sich wieder keiner Gedanken drüber.
Immer gleich mal draufschroten, so muss sein. Sie lösen sich auf, wenn sie besiegt werden. Sind sie wechselbäger wie Odo? So ähnlich, aber nein. Vielleicht sind sie ein Teil des Borg-Experiments. Ich hab doch auch keine Ahnung. Ich schieß doch auf alles, was sich bewegt. Woher soll ich wissen, was hier vor sich geht? Huch, da fährt eine Bahn vorbei? Okay. Muss ich das verstehen? Haben die unterirdische Bahnen? Die Borg? Möchte man das übrigens mal in Slow Motion anschauen? Sie dürfen gerne einen Automatismus drinnen behalten. Aber ich bräuchte die Borg vielleicht doch für ein Thumbnail. Wenn nicht jeder denselben langweiligen Move machen würde. Bäm. Was war das? 480 Schaden? Hast du das gerade richtig gesehen? Krass. Und dann so die Torres mit 41. Piu. Was war das? Interessanter Move. Borg gegen Borg. Ach, Torres, beim nächsten Mal klappt's dann irgendwann mal. Oha! Das war ein fetter Damage. Assimilieren fügt dem Ziel einen Assimilationsstapel hinzu. Verfügt ein Ziel über drei Assimilationsstapel, verliert es 50% seiner maximalen LP. Ah, okay, das ist also Assimilieren. Ja, das ist natürlich fies. Also so ein Borg richtet halt da nicht so viel aus, aber wenn man da gegen drei Borg kämpft und sich die alle auf ein Ziel einschießen, die kann das schon ein bisschen wehtun. Borg, hunderte von ihnen. Sie scheinen zu schlafen. Vielleicht haben sie sich abgeschaltet, als hier die Lichter ausgingen. Sehen wir uns das mal näher an. Überprüfen können wir nicht. Vorsichtig oder schnell. Aber vorsichtig natürlich. Leise, wir wollen ja nicht die Einheimischen wecken. Eine Ressource. Und wir wecken doch die Einheimischen. Kampf. Hat der Worf jetzt auch noch immer so wenig Lebenspunkte? Oha, der hat nicht geheilt. Das war nicht so geil. Armer Worf. Batsch. Okay, solange sie nicht auf den Wurf gehen. Ich gebe mal wieder Hackengas hier. Hat der Wurf mal ordentlich kassiert hier. Wie im Supermarkt. Das ist noch eines dieser Geräte, die wir draußen gesehen haben. Hören Sie das Summen? Bei mir summt es die ganze Zeit im Kopf. Bzzz. Ich glaube, es schaltet sich ein. Weil das wirklich von der Borg stammt, müssten wir es unbedingt ausschalten. Das sagt sich so leicht, es verfügt über starke Schilde. Die Einheimischen scheinen aufzuwachen. Angreifen, hacken. Phaser bereit machen. Bosskampf? Nö. Kein Locutus, keine Borg Queen. Da drüben! Die Tür muss wichtig sein, sie ist schwer bewacht. Wir sind die Borg. Wir werden euch assimilieren.
jeder Staat ist zwecklos. Sind die rappenden Borg, die Borg, ja. Der Worf hat doch immer so wenig Leben. Der Arme. Erfolgreich. Mission erfolgreich. Next one. Reservoir. Ja, Shuttle sind in einer Minute zurück, aber egal, da ist jetzt keiner dabei, den ich unbedingt brauche. Sollen wir die Burner wieder mal nehmen oder machen wir weiter mit der Taurus? Erkunden. So, samt nein auch schnell gespeichert. Wir haben uns verirrt, oder? Nein, wir navigieren nur mit Bedacht. So kann man es auch nennen. Die Passagen sehen für mich alle gleich aus. Vielleicht links abbiegen, dort sieht's ruhiger aus. Zwar noch dunkler und gruseliger, aber ruhiger. So, mal gucken, ob der Worf wieder voll das Leben hat. Müsste eigentlich. Ja, zum Glück. Sich gerade alle ordentlich auf den Riker eingeschossen. Auch interessant eigentlich, diese Farben hier. Eine grüne Barriere und eine rote Barriere. Ah, Worf, hier drüben. Odo. Dich habe ich ja wirklich nicht erwartet, aber ich freue mich, dich zu sehen. Die Borg haben mich tagelang in dem abgeschirmten Raum gefangen gehalten. Hast du eine Ahnung, was sie vorhaben? Sie haben versucht, mich zu assimilieren, glücklicherweise erfolglos. Jetzt scheinen die Borg an meiner Formwandlerfähigkeit interessiert zu sein. Ich wurde öfter gepiepst und gestochen, als ich zählen kann. Wir können versuchen, die Schilder mit kurzen Phaserschüssen zu überladen. Das könnte unerwünschte Aufmerksamkeit auf uns lenken. Ich kann versuchen, sie zu hacken. Es hat funktioniert. Na klar. Gute Arbeit. Wir können jetzt von hier abhauen. Ich begebe mich lieber in einen Sandsturm als in die Nähe dieser Borg. Kampf. Wir haben uns in die Nähe der Borg begeben. Ach, guck an. Das ist auch eine Patchwork-Truppe aus allem. Noch mehr Doppelgänger. Cardassianer, Romulaner, Föderation. Dachte kurz, das ist vielleicht Ziadex, aber nee. Süü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 ü
Oh, und ein Achievement für 100 Kämpfe. Nice. So. Schwierigkeitsgrad moderat. Jetzt geht's aber los. Da saust die Bahn wieder vorbei im Hintergrund. Also heilen tun sie offenbar nicht. Aber zumindest ist dieser Assimilationsstack wieder weg. Wort, die beleben alle beide wieder. Was soll das? Okay. Die Kamera war gerade interessant. Und das Finale. Da muss das Reservoir sein, das die Drohnen erwähnt hat. Das ist mimetische Flüssigkeit. Sie kann DNA nachahmen und Klone der entsprechenden Lebensformen anfertigen. Auf diese Weise konnten die Borg sich unendlich vermehren. Aber von den Doppelgängern, denen wir begegnet sind, scheint keiner ein Borg zu sein. Bedeutet, sie wissen noch nicht, wie sie das Reservoir richtig nutzen können. Also, wo haben sie die DNA her? Vielleicht von den Gefangenen? Das Reservoir hat möglicherweise ihre DNA nachgeahmt und produziert jetzt aus einem Antrieb Kopien von ihnen. Ich habe eine andere Idee. Sehen Sie sich da oben mal an. Schatten über dem Reservoir. Verdammt, Mann, das ist ein Nexus-Gerät. Anscheinend versorgt er das Reservoir mit Energie. Wir müssen es abschalten, bevor die Borg schaffen, das volle Potenzial der Flüssigkeit freizusetzen. Oje, scannen und inspizieren haben wir nicht. Dann Angriff. Ganz meiner Meinung, Phaser voll aufdrehen. Piep, 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 piep. Und Kampf. Gegen Odo. Odo Kopie. Odo Kopie. Etwas steigt aus dem Reservoir. Sieht aus wie Odo? Aber ich bin nie mit der Flüssigkeit in Kontakt gekommen. Dachte, die haben dir alles gespritzt. Tja, sieht nicht so aus, als wollte es freundlich mit uns plaudern. Teilen sie sich. Boah, 900 Damage. Oh, okay. Na gut. Riker ist gleich mal platt. Ich glaube, der hat viel Verteidigung, der Odo. Was hat er denn für Sachen? Verspotten. Feinde müssen das Ziel angreifen. Griff anziehen. Verteidigung erhöht, ja, genau. Und das hier. Okay. Danke. Ja, jetzt geht gleich der Wurf drauf. Und der Riker. Okay. Alle überlebt. Oh yeah. Tut mir leid, mein Freund, aber dieses Universum verkraftet nur eine meiner Art. Okay. Naja, wenn er meint. Hat er selber noch nie Deep Space Nine gesehen, oder? Und ich hab das nächste Gerät. Ich glaube, einer der Borg hat es als Reaktor bezeichnet. Mission erfolgreich. Uyaka. Das nächste sind auch fremde Gezeiten. Das grande Finale der Episode 3. Oh, wir bekommen Data. Geiler Shit. Boah, sie haben schon über 1000. Neusser. Okay. Sollen wir Burn mal wieder mitnehmen vielleicht? Machen wir das mal wieder. Widerstand ist zwecklos. Es kommen noch mehr Borg. Ihr werdet assimiliert. Mehr Drohnen erwachen. Nicht nur die Borg, der gesamte Komplex geht online.
sie die Macht haben, Raumschiffe vom Himmel zu schießen, ist die Artemis jetzt leichte Beute. Wir müssen die Stromfoto ein für alle Mal unterbrechen. Diese Knoten, die wir vorhin gesehen haben, müssen das Stromnetz des Komplexes steuern. Wenn das der Fall ist, können wir vielleicht ein paar davon zerstören, den Fluss umleiten und so den Strom vom Hauptsystem weglegen. Angreifen oder zurückziehen. Wurscht. Angreifen. Sieht so aus, als müssten wir uns durchkämpfen. Was macht ein Burnham da eigentlich? Phantomime? Greift so die Wand in die Luft, so. Oh Mann. Schon quatschig, was das Spiel so macht. Riker schon zweimal assimiliert worden, wo auf einmal? Hundertzwei Damage. Ein Lebenspunkt. Danke. Mal gespannt, ob wir noch einen Bosskampf erleben werden. Also gut, wir hatten ja schon gegen den Odo einen Kampf. Mal schauen, ob noch was kommt, ob wir gegen Data vielleicht auch kämpfen müssen. Oder die Bohrkönigin. Aber wahrscheinlich kommt der später. Lukutus. Wäre auch nice. Oder Loa. Es könnte sein, dass Loa dahinter steckt. Da, ein Stromknoten. Die Scans deuten darauf hin, dass das hier das einzige noch aktive Knoterl ist, der den Komplex mit Strom versorgt. Wenn wir ihn zerstören können, wird die gesamte Einrichtung vom Strom abgeschnitten. Dadurch würden die Schilder geschwächt und die Drohnen können sich nicht mehr aufladen. Je weniger wir reden, desto eher hat dieser Albtraum ein Ende. Hypospray umleiten, schießen oder zerstören. Dieser Knoten da muss die lokale Kommunikationsphalanx der Borg sein. Wenn sie ihn zerstören, sollten wir die Verbindung der Drohnen zum Kollektiv trennen können, zumindest vorübergehend. Blup. Kopf. Moderat. Bossfight. Er ist dahinter. Nee. Und 19 Lebenspunkte hat der Wurf noch. Uiuiuiuiui. Komplex fährt herunter. Okay, und schließe Episode 3 an. Das war ab. Vielleicht auch an, aber das war das grande Finale auf jeden Fall.
In der Tat, unsere Schilde haben an Kraft verloren. Die Kommunikation mit der Artemis ist vollständig wiederhergestellt. Die Wände um uns herum, sie verblassen. Es ist, als würde das Gewebe der Realität selbst um uns herum zusammenbrechen. Vielleicht träumen wir das Ganze hier nur. Auf jeden Fall bin ich doppelt. Was ist das wieder Quatschiges? Wieso ist denn der Worf jetzt wieder doppelt? Ich hätte nicht so viel Blaubeer Wein trinken sollen. Die Geräte, die wir gefunden haben, die Reaktoren, sie scheinen diesen Zusammenbruch zu verursachen. Dann sollen wir nicht länger warten. Pilan Artemis 3 zum Hochbeamen. 3? The Borg called the mysterious artifacts reactors. Back on the Artemis, the crew studies the reactor's bizarre alien construction. Scans show layers of nano-circuitry beneath the outer shell, coursing with the mysterious energy. Could these reactors be the building blocks of the Nexus? And if they are, why are they creating the rifts, pulling the Artemis from place to place? Neues Crewmitglied, Data! Androide synthetisch Sternflotte. Hallo Data, da guckt er. Was mache ich denn hier? Tipp, tipp. Mission erfolgreich. Oh fucking yes. Freigeschaltet. Shuttle. Geil. Shuttle Route 3 wurde freigeschaltet. Nice. Okay, Data, was kannst du? Normaler Damage, also Tech Damage. Fügt 150% Schaden zu, Schaden bei Deckung und Chance auf Betäuben mit seiner Handkante. Geringe Angriffssenkung für Runden und Chance auf minus Moral. Scannen und Chance auf Entfernen bei allen Feinden. Ja, ich überlege, vielleicht wäre so eine Moral-Crew auch mal ganz lustig. Einfach alle auf Moral zu trimmen. Und blöd ist halt dann, wenn jemand immun ist gegen solchen Moralverlust. Aber witzig wäre schon, wenn man einfach mal die Leute nicht kaputt macht, sondern einfach nur demoralisiert und die dann abhauen. Episode 3, wir bekommen einen klingonischen Ingenieur. Oh yes, 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 Borg-Taktik-Drohne, Hallöchen. Das freut mich, jo. Crew? Borg-Taktik-Drohne, was kannst du? 100 Damage und Assimilation, 150 Schaden zu. Und verspotten für 3 Runden. Ha. Bauen wir bald so ein Borg-Team auf. Ah, das kann ich aufwerten. Ah, geil, wir haben gerade genug. Sehr schön. Genau, das kann ich. Wenn ich das aufwerte, ist es dann entsperrt? Es ist die Frage der Fragen, ne? Werten wir mal auf. Ja, sieht so aus. Ja, das ist immer gut. Eine neue Fähigkeit entsperren. Tolle Sache. Rikerchen, du kannst ja eigentlich auch mal was machen, das Riker-Manöver. Verspotten gibt ja selbst Deckung oder Buff. Das können wir nicht machen, das können wir auch nicht machen. Hä? Wieso leuchtet es denn dann? Das checke ich gerade nicht so wirklich. Es leuchtet, aber ich kann es nicht verbessern. Hä? Muss ich das verstehen? Da hier bei den. Dann beim Biller müsste es ja gehen, ne? Da haben wir noch aufgewertet. Ist das einfach gerade verpackt? Fähigkeit aufgewertet. Es leuchtet, aber ich kann es nicht aufwerten. Ja, check ich nicht. Keine Ahnung. Ich tipp's, dass es ein Bug ist. Claim einmal abholen. Dankeschön. Und nochmal abholen.
So, liebe Leute, das soll es wieder gewesen sein. Ich bin wieder raus. Sag euch danke fürs Zuschauen. Machen wir vielleicht zum Abschluss noch eine Beschwörung. Gucken wir uns noch an, wer jetzt mittlerweile noch alle dabei ist. Oh ja, sind auf jeden Fall Borg dazugekommen. Borg-Sanitätsdrohne ist auch dabei. Nein, Sanitätsdrohne. Dann haben wir die Taktikdrohne, Assimilationsdrohne und unsere geile Wartungsdrohne. Da erwarte ich mir da viel. Kaiba haben wir mittlerweile mit dabei. Den Hooch. Dieter Boll. Kira Nerys. Nyota Uhura. Wer ist da noch dazugekommen? Ja, Odo. Mit seinen Fäusten. Data. Mit seiner Handkante. Und der Gorn. Der Gorn. Ja, nice. Füllt sich ja nach und nach. Nach und nach kommen da immer coolere Leute rein. Borg-Assimilationsdrohne. So, Ingenieur. Jetzt ist ja die Borg-Wartungsdrohne hier auch mit dabei. Dann machen wir wieder mal sowas da, oder? Beschwören wir Ingenieur. Und machen wir mal eins. Oh ja. Da leuchtet's wieder. Bitte Borg, bitte Borg. Sieht nicht nach Borg aus. Ingenieur und den Romulanern. Beschwören wir nochmal. Bitte Borg, bitte Borg. Gib mir einen Borg. Nein. Boah, LaForge. Aber noch. Bitte Borg. Jetzt gib mir endlich einen Borg. Verdammt. Ich will doch meinen Superborg verbessern. Nochmal auf Watch, das gibt's ja nicht. Aber ich kann den mal richtig schön verbessern. Ich schwör so lange, bis ich einen Borg krieg. Euch sag ich's. Nö. Kardassianerin. Langweilig. Next one. Fort natürlich wieder. Okay, also der wird richtig gut, der LaForge. Den können wir richtig gut aufleveln dann. Wir einen, das ist schon wieder falsch. Willst du mich eigentlich gerade komplett verarschen? Wir bekommen auf jeden Fall ordentlich Punkte fürs Beschwören. Stück Kacke. Also theoretisch gibt es eine Chance, ne? Just saying. Vor allem die 20% auf LaForge, die sind schon ein paar Mal getriggert. Ich möchte einen Borg haben. Das ist auch kein Borg. Den Scheiß jetzt einfach. Oh Mann. For real. Das ist voll gemein, ey. Ich will doch nur diesen geilen Borg haben. Das gibt's ja nicht. Weg. Skip. Ich kann doch nicht alles raushauen und dann kommt da kein Geld um die Ecke. Ja, fuck it. Okay. Der Borg hat halt einfach keinen Borg und vielleicht ist das auch einfach verbuggt. Verborgt. Mann, der hat einfach keinen Bock, da um die Ecke zu kommen. Aber hey, ich kann den LaForge mal schön aufsteigen lassen. Rang 1 auf Rang 2, was verbessert sich? Ein bisschen Gesundheit. Da machen wir natürlich gleich nochmal. Okay, Tech-Widerstand erhöht sich, bisschen Gesundheit, bisschen Angriff. Jetzt erhöht sich wieder Tech und Tech-Widerstand. Ja, okay. Naja. Haben wir den LaForge ein bisschen nach vorgebracht. Jetzt können wir der Sternenflotte Troller auch machen da. Würde mich mal interessieren, ob sich die Geschwindigkeit auch verbessert bei denen.
Okay, aktuell haben wir sonst niemanden zum Aufsteigen lassen. Also nicht im Rang. Im Level könnte man das dann sehr wohl machen. Ja gut, das war doch mal schön rausgehauen. So, das soll es jetzt gewesen sein. Ich bin dahin, sage euch vielen Dank fürs Zuschauen. Hat eh wieder Überlänge die Folge. Aber wir sind gut vorangekommen bei den Missionen und haben hier Mission 3 abgeschlossen. Ich werde jetzt noch das Ganze nochmal spielen und die alternativen Lösungswege durchballern. Und dann sehen wir uns doch einfach beim nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Bis dann.